Freunde, es ist Zeit für eine neue Drehortour und heute machen wir es mal ein bisschen anders. Ich verrate noch nicht, um welchen Film es geht. Ich lese euch erstmal die Rezension aus dem Lexikon des internationalen Films vor. Pass auf. Das Filmdebüt des kabarettistischen Kleinkünstlers Gerhard sorgt für einen Tiefpunkt des deutschen Films. Ein Nichts an Handlung wird mit Geschmacklosigkeiten vollgestopft. Insgesamt eine Beleidigung des vernunftbegabten Zuschauers. Die galoppierende Verblödung wird nicht karikiert, sondern gefeiert. Oh, Matti, das klingt aber jod. Kann ich da dabei sein? Oh, nee. Ja, sicher. Wabbel, wabbel, schwabbel, schwabbel. Ach du heiliger Bimbam. Ja, ihr habt es wahrscheinlich längst erkannt. Heute geht es zu den Drehorten von Voll Normal, ein 90er-Jahre-Trash-Klassiker von und mit Tom Gerhardt, der die Geschichte von Tommy erzählt, der mit seiner Familie in Köln-Kalk wohnt. Naja, wenn man das überhaupt Geschichte nennen kann. Dieser Film, Voll Normal, ist inzwischen satte 28 Jahre alt. Die perfekte Gelegenheit also mal zu schauen, was sich seitdem so in Köln verändert hat. Und ich hab so ein Gefühl, nach unserer Folge haben wir bestimmt Köln-Kalk-Verbot. Köln-Kalk-Verbot? Oh nee, nicht Köln-Kalk-Verbot! Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Station heute ist auch die erste Station im Film Voll Normal, nämlich die Videothek, in der Tommy einige Hundefäkalien verteilt und sich auf die Suche nach Filmen begibt, die bei ihm Kribbeln auslösen. Heute ist da leider keine Videothek mehr, sondern Prolog. Und hier haben wir auch schon eine Szene aus dem Film Voll Normal, um es nochmal zu erwähnen. Wir können leider nicht in die Videothek rein, weil... Alles neu. Ja, alles voll Prolog. Das komplette Gebäude ist offensichtlich abgerissen worden. Ich habe mal versucht, ältere Aufnahmen von dieser Videothek zu finden. Das war tatsächlich so eine kleine Hütte, die hier auf der Ecke stand. Steht heute definitiv nicht mehr. Es ist ein riesiges, neues, fancy Gebäude. Genau. Und das muss definitiv auch in den letzten, ich sag jetzt mal 10, 15 Jahren oder sowas dahin gebaut worden sein, weil auf den alten Google Street View Aufnahmen hier in Köln, 2007 oder sowas, ist das noch zu sehen? Ist diese Videothek noch zu sehen? Crazy. Ja, jetzt nicht mehr. Aber warum haben wir überhaupt herausgefunden, dass diese Videothek hier gestanden hat? Ja, das liegt an der Apotheke, die im Hintergrund zu sehen ist. Die sehen wir nämlich hier auch. Rechts, da ist so ganz leicht zu sehen Apotheke und das ist genau diese hier, die Höhenberg-Apotheke. Hier ist die Apotheke noch ein bisschen besser zu sehen und da sehen wir dann auch, ja, das Haus ist exakt dasselbe, aber die Apotheke zeigt sich in einem neuen Design. Die Schilder haben sich mit der Zeit etwas geändert. War das früher vielleicht nicht so en vogue, diese typischen Apothekenzeichen zu benutzen? Ja, die wollten sich vielleicht ihren eigenen Charakter zum Ausdruck bringen und haben jetzt dem Druck nachgegeben, der Apotheker-Lobby. Eigentlich auch eine interessante Frage, ne? Warum gibt es diese A-Zeichen? Ist das eine Art Verpflichtung oder macht man sich das da freiwillig drauf, um zu zeigen, Achtung, ich bin Apotheke? Und damals, ja, und wäre es nicht mal Zeit für ein Redesign, weil das sieht so ein bisschen altdeutsch aus, das gefällt mir nicht. Ja, allerdings, finde ich auch nicht besonders schön. Ja, also damals hat man auf jeden Fall darauf verzichtet, so wie es aussieht. Hier steht der Nobby direkt vor der Videothek und da sehen wir auch, oben hat es damals ein Werbeschild gegeben
über der Apotheke. Auch das ist inzwischen nicht mehr da. Hier haben wir einmal den Gegenschuss, der offenbar ungefähr von hier gefilmt worden ist. Damals gab es noch Kaisers. Kaisers Tengelmann heißt das, ne? Ja. Oder wie hieß das? Ja, was ist eigentlich? Ja, egal, sind pleite. Muss man nicht mehr wissen. Ich wollte gerade fragen, was ist aus denen geworden? Ich habe da irgendwie gar nichts von mitbekommen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Die hatten auf jeden Fall ein cooles Logo mit so einer freundlichen Teekanne. Ja, gibt es jedenfalls nicht mehr. Heute ist in diesem Gebäude Norma drin und man hat dem Ganzen auch einen schönen blauen Anstrich gegeben. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so... Taubenblau, fast wie der heutige Himmel. Ja. Wunderschön. Absolut. Kaisers Tengelmann. Schade, dass das weg ist, ne? Ja. Ja, ich vermisse auch Schlecker. Schande. Und ihr Platz. Ihr Platz. Weißt du noch? Oder kennst du noch, gibt es eigentlich noch Plus oder sowas? Die mit Plus, den kleinen Preisen? Plus sieht man auch häufiger im Film. Gibt es aber nicht mehr, glaube ich. Ja. Hä? Glaube ich Stimmt. auch. Stimmt. Mit den kleinen mehr? Preisen, ja. Oh no. Ja, hättet ihr die Preise mal ein bisschen größer gemacht, dann wäre das nicht passiert. Die wurden weggenettet wahrscheinlich. Okay, auf zur nächsten Station. Es wird Zeit für illegale Aktivitäten. Wir haben uns nämlich gedacht, wir schrauben jetzt hier am Rhein mal einen Auspuff ab, oder? Ja, sicher, sicher, wenn wir einen finden, ne? Und zwar hier am schönen Rheinufer auf der Alfred-Schütte-Allee hat auch Tommy damals im Film einen Auspuff abgeschraubt. Und die Frage ist nur, wo genau wurde das gefilmt? Hier sind mehrere Brücken. Da hinten ist eine Brücke. Da ist auch eine Brücke. Schauen wir doch mal, ob wir die richtige Szene finden. Das ist die erste Szene, die wir hier sehen am Rhein und die wurde von hier gefilmt. Wir sehen diese Hütte da im Hintergrund. Das ist die Hütte, die auch auf dieser Szene zu sehen ist. Genau, die war damals gelb, ganz offensichtlich. Ein schöner Gelbton. Heute ist sie braun oder wurde komplett neu gebaut. Keine Ahnung. Ich finde, sie sieht heute deutlich schöner aus ja. als das hier. Hier haben wir Tommy und Mario. Sie kommen diesen Radweg und Gehweg entlang geheizt mit ihren Mopeds. Und hier, da, haben damals die Autos geparkt. Wir sehen hier zwei Wege quasi. Hier einmal der Radweg, Gehweg und wir sehen hier unten nochmal so einen Trampelpfad, der quasi unten zum Ufer führt. Genau, und den sehen wir hier auch so leicht auf dieser Szene. Hier haben diese ganzen ekelhaften Schlitten geparkt mit den goldenen Felgen. Wenn wir mal auf die andere Seite des Ufers schauen, wir sehen auch hier, yo, das ist genau die Brücke, die Severinsbrücke, um genau zu sein. Allerdings sind auch ein paar Dinge hinzugekommen, die damals noch nicht da waren, und zwar die Kranhäuser da, ne? Ich glaube, das ist, wenn mich meine Wirklich? Findest du das nicht schön? Nee, ich finde das nicht schön. Ich finde das irgendwie ganz beeindruckend. Keine Ahnung. Nee. Da wohnt doch auch dieser eine YouTuber, oder? Weiß ich nicht. Döner. Der, ja, wirklich, da wohnt der YouTuber, der Döner wohnt da. Gibt es einen YouTuber, der Döner heißt? Ich glaube, der wohnt da. Habe ich mal bei der Bunte oder so gelesen. Und ich glaube, wenn mich meine Köln-Kenntnisse nicht täuschen, ist das auch der Rheinau-Hafen, ne? Heißt das doch, oder? Auf der anderen Seite? Kann sein. Mein Gott, wir kriegen so ein Köln-Kalk-Verbot, wenn wir das nicht wissen. Ne? Ungefähr an dieser Stelle hier muss Tommy den Auspuff abgeschraubt haben, denn wir sehen hier links oben noch die Schornsteine, die auch hier links oben in der Ecke zu sehen sind, von Aurora. Ich glaube, die machen Mehl, oder? Also ich habe keine alle, Ahnung. Also alle, die jetzt beim Hamsterkaufen kein Glück gehabt haben, die können vielleicht hier mal einsteigen. Kleiner Geheimtipp von uns. Kommt doch mal hier vorbei. Hier könnt ihr nicht nur Auspuffe abschrauben, sondern auch Mehl hamstern. Mehl Factory Outlet. Ja. Mario ist sehr skeptisch. Er möchte nicht, dass dieser Auspuff geklaut wird, weil er ja schon weiß, welches Unheil nahen wird. Das wurde von hier gefilmt. Hier haben wir auch nochmal die Kölner Skyline. Mit Fernsehturm. Mit Fernsehturm, den haben wir eben nämlich nicht gesehen in der Szene. Da. Und auch links ist hier auf der Szene noch so ein Türmchen zu sehen. Auch das ist noch da, und zwar hier. Und der Dom natürlich. Ja, und der Dom Blick selbstverständlich auch. Dom. Wir können ja noch mal ein ganz kleines Schrittchen hier zur Seite gehen. Dann sehen wir, guck mal da. Der Dom in seiner vollen Pracht. Hier sind die ganzen Woo-Girls, die eine riesige Party unten am Rhein feiern. Auch das wurde aus dieser Perspektive hier gefilmt. So, da spielen sie unten alle am Rhein Fußball. Das wurde aus dieser Richtung hier gedreht. Und auch hier sehen wir, yo, da ist ein Kranhaus hinzugekommen. Und dieses weiße Gebäude da ist offenbar dieses hier, wenn ich mich nicht täusche. Und es hat zwei spitze Türmchen gegeben. Einmal den hier
Und rechts daneben war auch noch mal einer. Der ist bestimmt verdeckt. Ja, ich vermute auch. Der wird gerade von dem Kranhaus verdeckt, womit wir wieder beim Thema wären. Was soll diese moderne Scheiße da vorne? Hier stehen die drei Girls am Ufer des Rheins. fast. Genau, ungefähr so. Wir sehen auf jeden Fall im Hintergrund so ein paar Häuser. Und dieses links da oben, das muss dieses Haus da sein. Man sieht das noch an den Fenstern. Daneben allerdings ist wohl irgendwie so ein Gebäude, so ein kleineres Gebäude mit einem blauen Dach gewesen. Das ist weg. Das scheint weg zu sein. Das sehe ich auf jeden Fall hier jetzt nicht mehr. Genau, aber dieses große Aurora-Gebäude ist auf jeden Fall noch da. Nur einmal der Vollständigkeit halber, der Zuhältertyp pfeift seine Crew zusammen. Auch das wurde aus dieser Perspektive hier gefilmt. Kannst du pfeifen? Hey. Nein, du musst pfeifen. Der hat so hat er gemacht. Also, nein, gepfiffen. Ja, also mittelmäßig hast du das nachgestellt, aber... Ich bin ja auch kein Schauspieler. Ich mache das hier nur für Fun. Der Zuhälter rennt hinter Tommy her, halb nackt. Das wurde hier auf diesem Weg hier gefilmt. Wir sehen die Hütte im Hintergrund und den schönen Dom. Die schöne Severinsbrücke. Absolut. Alles noch da. Mario hat megamäßig Panik. Exakt, das wurde von hier gefilmt. Eine Sache wollten wir übrigens nicht unerwähnt lassen. Bevor die Auspuffszene kommt, fahren übrigens Tommy und Mario auf den Rhein zu. Und zwar über diese Brücke hier. Wir sehen das auch in dieser Szene hier. Und diese Brücke ist offenbar momentan von Christo verpackt worden. Naja, zumindest wird sie saniert. Das ist nämlich die Drehbrücke. Die kann man auch offenbar wirklich drehen. Ne? Also momentan ist sie in diese Richtung gedreht. Und je nachdem, ob gerade ein Schiff durchfahren will oder nicht, kann man sie in die oder in die andere Richtung drehen. Hier war sie offenbar ja, so gedreht. Ja, können wir uns heute leider nicht angucken. Tut uns wahnsinnig leid. Leute, wir sind so knapp vom Köln-Kalkverbot, aber eine Chance haben wir noch. Wir brauchen Ramsdorfer Kölsch. Und hier kriegen wir es vielleicht. Oder auch nicht, weil den Getränkemarkt, den scheint es nicht mehr zu geben. Und das hier ist die erste Szene aus dem Film, wo Tommy volles Rohr in eine Getränkekiste rasselt. Das ist hier gefilmt worden. Grandioses Acting mal wieder. Richtig, richtig gut gemacht. Ja, der Getränkemarkt, den wir auf der linken Seite sehen, ist heute kein Getränkemarkt mehr, sondern wir rätseln die ganze Zeit. Offenbar sogar ein Privathaus, keine Ahnung, oder ein Atelier oder irgendwie, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kein Schild mehr da. Aber es gibt noch ein kleines Relikt dieses Marktes, und zwar hier oben. Die Kölnische Rundschau ist da oben noch zu sehen. Das hat man offenbar einfach nicht abgekratzt. Ja, wir sehen auf jeden Fall das Haus da hinten. Das hat mit der Zeit mal einen neuen Anstrich bekommen. Das hatte damals noch wunderschöne, ja, eine wunderschöne Sandfarbe. Genau. Dieser Bulli ist auch ein ganz toller, oder? Vom Café Toll. Athen. Ja, der steht hier heute... Oh, da steht sogar ein Bulli. Aber leider einer, der nicht ganz so wunderhübsch ist. Leimroller gab es damals übrigens auch noch nicht. Nee, aber Mopeds. Also man kann jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war. Also ich würde sagen, Tommy mit seinem Moped, dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt begegnen wollen. Was auch immer Hellinger früher gewesen ist, heute ist es nicht mehr da. Heute ist Hellinger eine Gebäudereinigung, wie ihr hier seht. Denn diese Szene wurde von hier gefilmt. Die Gebäude im Hintergrund sind allerdings immer noch dieselben. Wir haben hier dieses braune, da auch so ein braunes. Im Milchschnittendesign. Gibt es hier eigentlich auch Leberwurstfarbe? Ja, nicht ganz. Nee. Ne? Das aber könnte mal eins das gewesen sein. Das war bestimmt früher Leberwurstfarbe. Das war bestimmt früher Leberwurstfarbe, ja. Und auch hier hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Das Gebäude auf der rechten Seite ist immer noch weiß. Da, wo die Rollladen sind, das ist dieses... Ja, dieser kleine Vorbau, oder wie auch immer man das nennt, der ist auch damals schon da gewesen. Damals hat man deutlich besser Parkplätze gefunden. Ja,
Ne? Ist nicht so dicht geparkt. Und damals gab es hier auch Parkschilder, kann das sein? Siehst du das? Ja, sieht ein bisschen so aus. Ja. Die gibt es heute nicht mehr. Aber geparkt wird trotzdem noch. Geparkt wird trotzdem. Wie Kräut und Rüben hier. Kräut und Rüben. Auf dieser Szene sehen wir dann, dass offenbar in diesem kleinen Vorbau da auch wirklich damals ein Business drin war. Weil da oben noch so ein Schild zu sehen ist, oben rechts. Seht ihr das? Heute ist da ein Schild zu lesen, dass dieses Gebäude offenbar vermietet werden kann. Freie Plätze ab Sommer 2022. Was auch immer das bedeutet. Freie Plätze klingt aber nicht nach Mietbarkeit, sondern vielleicht bieten die irgendwie Yogakurse an oder so. Das kann sein. Oder Rückbildungskurse. Aber da steht überhaupt gar kein Schild dran, was das sein soll. Außer, dass man da den Hund nicht kacken lassen darf. Also, durfte man das damals noch? Damals durfte man das. Ja, warte, lass uns kurz gucken. Also damals. Absolut, damals. Code ausdrücklich erwünscht. Hier der Vollständigkeit halber nochmal aus dem Laden rausgefilmt. Tommy braucht ganz dringend das Ramsdorfer Kölsch. Ramsdorfer Kölsch. Aber da fehlt eine Litfaßsäule oder etwas. Ja, die ist nicht mehr da, die Litfaßsäule. Nee. Tja. Die analoge Werbung hat sich offenbar nicht mehr durchgesetzt, nicht rentiert. So, und hier sehen wir dann den Kiosk in seiner vollen Pracht, beziehungsweise den Getränkemarkt. Und das wurde von hier gefilmt. Hier sehen wir jetzt, jo, offenbar ist der Getränkemarkt einem völlig undurchsichtigen irgendwas gewichen, wo niemand weiß, was es ist. Aber ein Getränkemarkt und Kiosk ist es definitiv nicht mehr. Wir sehen hier auf der Szene die ganzen Werbetafeln. Erstmal kurz die Frage wieder an die Community oder an dich. Gibt es das wirklich, Ramsdorfer Kölsch? Nein. Nein? Also ich sage nein, ich weiß es aber nicht. Aber ich dachte, mit viel Selbstbewusstsein vorgetragen, macht das Eindruck. Ja, vielleicht ist es aber auch irgendwie so ein lokaler Gag oder sowas, den wir einfach nicht verstehen. Ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt, ich würde es trinken. Ich würde es trinken. Also Ramsdorfer Kölsch hat mich überzeugt, allein durch die Werbung. Die nächste Szene, die wir euch heute zeigen möchten, spielt im Film Voll Normal eigentlich keine besonders große Rolle. Sie ist aber trotzdem ganz witzig und die Macher haben sich hier einen kleinen Trick erlaubt, den wir durch unsere Detektivarbeit mal wieder herausgefunden haben. Es geht um die Szene, wo Tommy an einer roten Ampel steht, beziehungsweise über eine rote Ampel drüber fährt und dann angepöbelt wird. Ich zeige euch mal, was ich meine. So, da ist er, der Tommy. Er braust in diese Straße rein. Wow. Hat sich tatsächlich ganz schön verändert, ne? Früher hier feinstes Kopfsteinpflaster, nicht besonders mopedfreundlich. Heute hier hat man ein bisschen saniert. Und nicht nur die Straße übrigens, sondern auch das Haus da an der rechten Seite. Ja. Was früher noch so einen braunen Anstrich hatte, heute hat es braun... Blaue Fensterrahmen. Hässlich ist das denn? Was nicht modernisiert wurde offenbar, ist der Kiosk auf der linken Seite, der heute vorgesorgt hat in Sachen Klopapier, wie man sieht. Ist mir auch bei anderen Kiosken schon aufgefallen. Also immer wenn Klopapier, wenn das Hamstern losgeht, dann haben plötzlich die Kioske alle Klopapier und zwar für 10, die Hamstern das bestimmt. Für 10 Euro die Rolle. Wahnsinn. Interessant, ja. Was mich total begeistert ist, dass das Mini-Supermarkt-Schild, das sehr ansprechend ist, immer noch da, oder? Stimmt. It's exactly the same. Absolut. 28 Wahnsinn. Jahre alt, mindestens. Hier, da, seht ihr es? Ja. Krass. Wow. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber es scheint ein neuer Inhaber zu sein, weil die Werbung hier... Oh, Polizei. Polizei. Wir mussten mal kurz für ein Polizeiauto zur Seite springen. Hier haben wir nochmal Tommy auf seinem Moped. Und hier wird es dann tatsächlich spannend. Tommy braust über die rote Ampel. Das wurde von hier gefilmt. Die Häuser links und rechts, ja, die passen auch. Aber eine Ampel, die gibt es hier eigentlich gar nicht. Oder sie gibt es zumindest heute, 28 Jahre später, nicht mehr. Das ist eine Einbahnstraße geworden. Stimmt. War es früher offenbar nicht. Deswegen brauchen wir vielleicht auch keine Ampel mehr. Scheiß drauf. Das kann sein. Gut, also soweit macht diese Szene noch Sinn, aber dann wird es spannend. Und zwar in dieser Ansicht würde man jetzt vermuten, Tommy fährt über die rote Ampel und biegt dann in diese Straße ein. Aber da gibt es ein paar Problemchen.
Also, Tommy fährt über die Kreuzung in diese Straße rein und wir sehen... Voll gelogen. Hier sieht einfach nichts aus wie auf dieser Szene. Und unsere erste Vermutung war, dass man hier möglicherweise ganz viel gebaut und möglicherweise auch abgerissen hat. Weil, schaut mal links, dieses Gebäude, was hier zu sehen ist, ist nicht da. Da hinten ist so ein Bottich, der heute auch nicht da ist. Man sieht aber ja durchaus, hier sind ganz viele Baustellen und so, ne? Also wir hatten erstmal die Vermutung, ja, möglicherweise hat man hier einfach gebaut und es ist ein bisschen was dazugekommen oder abgerissen worden, keine Ahnung. Aber dann hat mich Denise auf etwas aufmerksam gemacht und das kannst du jetzt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch einmal verkünden. Genau, und zwar sehen wir hier im Film in der Szene eine durchgängige Linie, eine durchgängige Haltelinie. Von links nach rechts. Auf dem Boden. In der zweiten Szene sehen wir auf dem Boden nur eine halbseitige Haltelinie. Da hat jemand Erklärungsschwierigkeiten. Vor allen Dingen hat da jemand beim Schnitt nicht so richtig aufgepasst. Tja, aber wir haben es, beziehungsweise Denise hat es, 28 Jahre später gelüftet, das Geheimnis. Diese Szene hat man tatsächlich an einem völlig anderen Ort gedreht. Mit Strichen kenne ich mich aus. Eine Sache allerdings hat man nicht gefaked, und zwar diese Ampel stand tatsächlich damals, ob sie echt war oder nicht, wer weiß das schon, vor diesem Haus. Da sieht man auch nochmal die Straße. Großer Griechenmarkt heißt sie. Genau, das wurde von hier gefilmt. Jetzt wird es Zeit für ein bisschen Erotik, denn wir haben den Hintereingang vom Bluebird gefunden. Das ist das Erotik-Kino aus dem Film Voll Normal. Und da stehen wir jetzt gerade vor, beziehungsweise, naja, heute ist es ein Penny. So, hier wird Tommy aus dem Bluebird gezerrt und diese Tür, die wir hier sehen, das muss eine von diesen hier gewesen sein, möglicherweise die oder eine von den 73 anderen Türen, die hier auf dieser Seite zu sehen sind. Und im Hintergrund sehen wir eine ganze Reihe von Häusern. Da wird das gleich nochmal richtig interessant, denn vieles, was da gerade so rumsteht, das stand damals noch nicht rum. Das sehen wir gleich in anderen Szenen nochmal. Zum Beispiel in dieser hier. Tada! Ja. Früher stand hier auf diesem Parkplatz offenbar ein Kiosk. Möglicherweise stand er da auch nicht. Möglicherweise wurde er auch einfach nur für die Dreharbeiten da hingestellt. Wer weiß das schon? Und auch an den Häusern hat sich ein bisschen was geändert. Denn wir sehen im Hintergrund, da ist eine große Lücke zwischen zwei Häusern zu sehen. Und meine Vermutung ist, dass die Polizei schon wieder kommt. Meine Vermutung ist, dass dieses Haus da... und auch dieses Haus da. Damals schon da gestanden haben, dass dieses Haus da aber in der Zwischenzeit irgendwann mal neu gebaut worden ist. Zumindest legen das diese Szenen hier nahe. Ich supporte diese Theorie. Ja, ne? Ja. Und wir sehen es vor allem auch auf dieser Szene hier. Schaut mal da. Wir sehen hier im Hintergrund, hinter dem Imbiss, sehen wir so ein Haus, was damals natürlich einen anderen Anstrich hatte. Aber wenn ihr euch mal die Fenster anschaut, das passt ganz gut. Es sind so Zweierfenster. Aber wenn wir hier dann mal auf dieser Szene genauer hinschauen, sehen wir hier rechts, da ist so eine große Lücke, wo kein Haus steht. Und das wird, vermute ich, da gewesen sein. Wobei ich mich gerade frage, guck mal, dieses Haus da, ist das nochmal ein eigenes Haus, das in der Mitte? Schau mal. Ein Sandwich-Haus, oder? Hier sitzen die drei auf dem Auto, essen einen Döner und Gabi ist ganz begeistert von dem wunderschönen Sternenhimmel. Das muss hier gefilmt worden sein. Wir sehen hier rechts an der Seite nämlich unseren Anhaltspunkt, dieses Haus hier. Das sieht man wirklich ganz schlecht. Ja, aber wenn man ganz genau hinguckt, genau. Das wenn ist auf jeden Fall. Wenn man will, dann sieht man es auch. Damit ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt, wie das hier aussieht, das ist absolutes Verkehrschaos. Alle versuchen hier auf diesem Parkplatz einen Parkplatz zu finden, wo de facto kein Parkplatz zu finden ist. Aber die Leute versuchen es trotzdem immer wieder. Und sie fahren sehr gerne rückwärts. Das ist eh der in Köln der beliebteste Gang. Ja. Mein Gott, wie ihr fahrt. Ja, ich fürchte, ich muss das hier wieder... alles vor den Augen der Polizei. Und vor den Augen von uns. Stimmt, das ist doch viel schlimmer. Absolut. Das ist kein Parkplatz, Honey. Nee, ist es nicht. Okay. Naja, bleibt da stehen. Wir versuchen mal überfahren zu werden und analysieren unsere letzte Szene hier. Schaut mal da, das wurde von hier gefilmt. Wir sehen oben die Brücke, wo die Bahn drüber fährt.
Die sehen wir auch in dieser Szene. Unten steht das Auto, wo die drei drauf sitzen. Und ich vermute, dass auch dieses Gebäude da links entweder neu angestrichen wurde oder vielleicht sogar komplett neu gebaut wurde. Weil das sieht tatsächlich hier in dieser Szene ganz anders aus als noch im Film vor 28 Jahren, oder? Was sagst du? Das kann gut sein. Aber ich bin sehr begeistert, weil auch von hier sieht man ein kleines Stückchen Dom. Wirklich? Ja, von da. Oh, das möchte ich sehen. Ach, da oben ist er. Guck mal, der Dom. Wie romantisch. Leute, wir können von Glück reden, dass wir das Ramsdorfer Kölsch gekriegt haben. Denn wir müssen es ja bis 7 Uhr abgeben. War es 7 Uhr? Ich weiß es nicht mehr so genau. Und zwar in der Kneipe. Dort. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Kneipe ist heute keine Kneipe mehr, sondern eine Kita. Eine Kita. Seit 2011. Seit 2011. Da ist er. Unser Tommy, der uns so ans Herz gewachsen ist mittlerweile. Er brettert mit seinem Mofa diese Straße entlang. Und hier gibt es sehr viele Dinge zu entdecken. Das Erste, was mir auffällt, ist, da hängt so ein Schild. Mhm. Ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Ich kann es nicht lesen. Tut mir leid. Kannst du das lesen? Kavi-Bar? Ja, irgendwie sowas. Das Schild hängt nicht mehr, aber der Pömpel hängt noch. Siehst du das? Ja. Das Backsteingebäude rechts sieht auch noch in ungefähr so aus wie damals. Nur die Fenster hat man irgendwann mal erneuert. Im Hintergrund... Saturn Tower. Den gab es auch schon. Steht dieses halbrunde Gebäude, dieses gläserne Gebäude, ist das da schon? Ja, das ist auch hier schon zu sehen. Wow, das sieht so super modern aus, aber... Es ist mindestens 28 Jahre alt. Gehalten. Das findest du super modern? Ich finde das super hässlich. Tommy biegt um die Ecke und wir sehen... ein Auto im Parkverbot? Oder? Ja, halt. Ja, da müssen wir wieder ein Kennzeichen pixeln. Also, Tommy biegt um die Ecke und wir sehen das Gebäude im Hintergrund. Hat heute die Rollläden heruntergelassen. Ist ja auch eine Kita. Ist ja auch eine Kita, da soll keiner reingucken. Damals war es der Baccarat-Club oder sowas, ne? Ich glaube, der hieß so in dem Film. Genau. Und dieser Stromkasten, wie du gerade bemerkt hast, ist auch noch da. Ist das ein Stromkasten überhaupt? Ja, ich glaube schon. Sicherungskasten? DSL-Kasten? Keine Ahnung. Aber er hat einen grauen Anstrich und viele bunte Accessoires bekommen. Ja, sieht richtig toll aus. Richtig toll. Eure Stadt ist richtig schön, liebe Kölner. Lasst euch nichts erzählen. Und sie wird immer noch schöner, wenn man sie anmalt. Hier einmal aus dieser Perspektive, wir sehen... Keine Zigaretten. Wie kann das denn sein? Warum hat man... Obwohl es eine Kita ist, unerklärlich. Ich wollte auch gerade sagen, also wie soll man denn die Kinder an was Gutes gewöhnen, wenn da kein Automat mehr hängt, oder? Hier sehen wir dann nochmal den Baccarat-Club in voller Pracht. Ja, nichts mehr von übrig. Ja, und links neben der Tür des Baccarat-Clubs hängt das Menü, wo es wahrscheinlich... Ramsdorfer Kölsch und... Halverhahn. und Halverhahn gab. Und hier sehen wir Mario, Wabel, Schwabel. Genau, das wurde von hier gefilmt. Und wir sehen, nach wie vor ist die Brücke nur für Fahrzeuge unter 3,4 Meter geeignet. Das Schild hängt dort immer noch und es würde mich nicht wundern, wenn es exakt dasselbe Schild ist. Wir werden überfahren. Das hat mir gerade noch gefehlt, dass wir hier von den Hells Angels überfahren werden. Also, die Backsteinmauer rechts ist offenbar immer noch die Backsteinmauer. Siehst du, das ist immer noch Stein. Aber sie wurde angemalt. Ob das jetzt schön ist, was wir da sehen oder nicht, das entscheidet ihr. Und Tine Wittler. Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, einer der wichtigsten Drehorte fehlt noch, Tommys Hood, wo auch sein Elternhaus steht, aber da muss er ja auch irgendwie hinkommen und er nutzt dazu mehrere Straßen und auf einer von denen stehen wir jetzt. Und hier das Beweisfoto, Tommy plästert mit seinem Mofa diese Straße entlang und wir sehen schon, mein Gott, hier hat sich eine ganze Menge verändert. Unter anderem gibt es den Getränkemarkt Küppers. Nicht mehr, der vor 28 Jahren noch hier rumgestanden hat. Auch die Kfz-Reparatur Schmitz hat leider
dieses Viertel verlassen. Und ansonsten hat sich ganz viel am Anstrich der verschiedenen Gebäude getan. Das leberwurstfarbene Haus da rechts ist inzwischen dunkelrot, was es, finde ich, deutlich aufwertet, oder? Ja, schon. Absolut. Links diese Backsteinmauer, die sehr runzelig aussieht, wurde auch mal neu gestrichen. Was wir auch sehen, ist, da hinten ist noch eine Volksbank-Filiale. Raiffeisen und Volksbank steht da drauf. Dieses Haus ist weg. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das weg ist. Ist dieses gelbe Haus da hinten das möglicherweise ja das Haus? Tatsächlich sein. Ja, und davor wurde einfach ein neues Wohnhaus, Mehrfamilienhaus gebaut. Oder? Ja. Ich glaube, so ist es. Ja. Hier noch einmal Tommy in der Nahaufnahme. Er knallt um diese Kurve hier. Wir sehen hier nochmal, das rote Haus ist inzwischen weiß und das Haus daneben hat auch einen hellblauen Anstrich mittlerweile bekommen. Und Tommy fährt dann in diese Richtung und hier sehen wir, yo, auch hier haben sich die Farben der Häuser verändert. Das linke da ist jetzt rot, aber das da hinten, das hat noch ja, seine originale Farbe behalten und es sieht auch immer noch genauso runzelig aus wie damals vor 28 Jahren. Und hier auf der rechten Seite hingen auch damals schon Werbeplakate. Daran hat sich auch in den letzten 28 Jahren überhaupt nichts geändert. Der Platz wird auch nach wie vor zum Parken genutzt, wie ihr hier seht. Und nur 500 Meter von der Straße entfernt finden wir endlich den wichtigsten Drehort überhaupt von Fond Normal. Und zwar das Haus von Tommy und seinen Eltern, das sich dort befindet. Heute allerdings völlig anders aussieht als damals. Und da ist es, das Haus von Tommy und Hausmeister Krause und Carmen und seiner Mutter. Und wie ihr seht, es sieht wirklich völlig anders aus. Wenn man aber genau hinguckt, schaut mal da, das ist schon dasselbe Haus. Man hat über dieses Fliesenhaus einfach was drüber gebaut, oder? Oder liege ich hier völlig falsch? Nee, oder? Ja, Garage abgerissen, würde ich sagen. Ja. Das ist jetzt quasi integriert ins Haus. Ja. Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt, genau. Die wurde offenbar abgerissen. Und hier, das Haus hatte schon so einen eckigen Anbau. Hat da Tommy gewohnt? Keine Ahnung. Wer will denn da drin wohnen? Ja, inzwischen hat es wirklich einen kompletten Anbau oben drüber. Und man hat sich entschieden, die Fliesen im gleichen Atemzug ebenfalls zu entfernen, weil sie, ja, ich weiß gar nicht warum, waren doch wunderschön, oder? Ja. Unverschämtheit. Hier steht Hausmeister Krause vor dieser Wand hier. Da ist damals die Garage gewesen, die heute nicht mehr da ist. Und wir sehen hier rechts schon so ein bisschen die Straße und die Häuser auf der rechten Seite. Wenn wir hier mal in der Realität schauen, da sehen wir tatsächlich entlang dieser Straße relativ historische Häuser. Finde ich eigentlich, sehen ganz hübsch aus, ne? Ja, total, ganz, ganz niedlich hier. Ja, absolut. Hier sehen wir den ganzen Spaß aus dieser Perspektive. Ach du heiliger Bimbam, auch hier hat sich ganz viel verändert. Unser einziger Anhaltspunkt ist eigentlich nur noch dieses Haus da. Schaut mal da, das sieht noch ziemlich gleich aus, nur dass es einen anderen Anstrich hat. Aber das Haus dort... Nee, es ist dasselbe Haus. Schaut mal hier, das sieht genauso aus. Nur komischerweise war da vorher ein Parkplatz. Was ist denn da heute? Ich verstehe das Konzept gerade nicht so richtig. Hat das Haus nach vorne zur Straße weiter angebaut, würde ich behaupten. Meinst du? Ja, weil guck da. Ach so, ja, guck mal da, genau. Ja, ja, da hörte das Haus damals auf. Und dann war da ein Parkplatz. Genau. Ja, ja, genau. Du bist einfach the brain, Denise. Correct. Hier sehen wir Hausmeister Krause und da sehen wir die Straße im Hintergrund. Ja, hier sehen wir auch nochmal die wunderschönen kleinen historischen Häuschen, die am Straßenrand stehen. Die standen auch damals schon darum. Ich weiß nicht, was für ein Geschäft das da damals gewesen ist. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall auch pissgelb, wollte ich gerade sagen. Ocker. Sieht heute auch deutlich freundlicher aus als damals. Hier nochmal aus dieser Perspektive. Wunderschön. Auch da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, außer eben das Haus da auf der linken Seite. Und dieser wunderschöne Opel Kadett. Ist es ein Kadett? Das wird mir bestimmt wieder irgendjemand in den Kommentaren sagen können, der sich besser auskennt mit Autos als ich. Ja, der steht hier leider heute auch nicht mehr rum. Schade. Oh, da ist er! Der
Bodo, du bist so ein lieber Hund. Ja, das wurde von hier gefilmt. Damals war das Haus, wie man sieht, noch pink. Aber dem Bodo hat das schon damals nicht gefallen. Darum haben sie es anders angemalt. Hier ist die Carmen. Sie steht vor ihrer Garage. Das wurde von hier gefilmt. Das Haus im Hintergrund, damals noch leberwurstfarben, hat heute auch eine deutlich schönere Fassade. Und auch das Tor wurde ausgetauscht. Das sieht heute völlig anders aus. Dieses Gebäude hier im Hintergrund ist offenbar immer noch dasselbe Gebäude, würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Ich glaube aber, dass es damals noch keine Volksbank war, oder? Sieht man an diesen Glascontainern, die da auf dem Parkplatz stehen. Ich meine auch, in einer Szene ist zu sehen, dass das hier ein Getränkemarkt gewesen ist. Hier sehen wir jetzt auch, was für ein Geschäft das damals gewesen ist. Und zwar Buch und... Was ist das? Offsetdruck. Offsetdruck. Ist es heute definitiv nicht mehr. Es ist offenbar ein leerstehendes Gebäude, aber es hängt Werbung von einer Versicherung davor. Für schöne Zähne. Für schöne Zähne. Und ein gutes Gefühl. Könnte auch mal ein Versicherungsbüro gewesen sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht mehr Buch- und Offshore-Druck. Was hast du gerade gesagt? Offset-Druck. Ja. Wir drucken nur auf hoher See. Offshore-Druck. Und hier nochmal zum Schluss diese Szene hier. Wir sehen, da wo jetzt ein Wohnhaus ist und ein Garagentor, war früher Media World. Was ist das gewesen? Kennst du das? Nee. Ist das der Vorgänger von Media Markt? Kann sein. Vielleicht haben die hier angefangen, aus einer Garage, so wie Bill Gates, ja, und haben sich direkt, andere. Und haben sich direkt Media World genannt und dann gesagt, ach, vielleicht sind wir doch nicht die ganze Welt, vielleicht sind wir doch nur ein Markt. Wer weiß schon. Übrigens, mega witzig, finde ich zumindest, ist Badam! Almbach-Bestattungen. Also wie groß kann man das eigentlich auf eine Wand schreiben, ja, oder? Für alte Leute muss man das größer schreiben. Ja, das ist offensichtlich. Schon so. So kriegt man die Kundschaft, ja. Ja, sieht auf jeden Fall irgendwie witzig aus. Okay. Ja, das war's, würde ich sagen. So, das war's jetzt aber tatsächlich. Das war unsere kleine Filmsafari aus Köln zu Vollnormal. Und einen Drehort, den haben wir ganz absichtlich ausgelassen. Und zwar ist das die Diskothek, wo Jana S. auftritt und wo sich auch viele Szenen abspielen. Diese Diskothek allerdings befindet sich in Frechen und langsam wird es dunkel. Und das kriegen wir heute leider nicht mehr unter. Aber es ist auch einfach nur ein großer Betonklotz und die Diskothek ist auch nicht mehr da. Deswegen gibt es da nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ich hoffe, euch hat aber gefallen, was wir sonst so gemacht haben. Wenn dem so ist, dann... Gebt uns einen Daumen nach oben. Absolut. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Nett, genau, ja, guter und Hinweis. Abonniert den Kanal. Und zwar ZZ. Ziemlich zügig. Und übrigens, wenn ihr Kanalmitglied seid oder Patreon, dann bekommt ihr auch die Adressen der Drehorte, die wir heute so besucht haben. Und? Das könnte sich lohnen. Ja, du nicht? Du bist doch kein Patreon. Das ist richtig. Also, wenn ihr besser sein wollt als Deneise, dann abonniert uns auch da. Das wird schwer. bis zur nächsten Reise. Ciao.